Ja, herzlich willkommen, liebe Reisefreunde, zu Tag 7 in Singapur. Wir haben wieder einiges unternommen und ich erzähl mal ganz kurz, um was es geht. Es geht einmal, wir waren auf dem Sky Garden, erzähl ich gleich, lohnt sich wirklich. Wir waren auch auf dem Sky Observation Deck und das sogar kostenlos, ja, so ein bisschen. Wir haben uns mehrere Moscheen angeschaut, wir waren wieder lecker Abendessen, günstig und dann hatten wir noch ein Erlebnis in der U-Bahn. Ja, darum soll es heute gehen, bis gleich nach dem Intro, bleibt dran. Ja, also wie ich schon vorhin in der Einleitung sagte, ja, wir haben nun alles gesehen. Ja. Wir haben alle unsere Ziele auf der Liste abgehakt. Vielleicht noch eins offen. Ich glaube, die Seilbahn auf Santosa ist noch offen. Aber ansonsten haben wir alles abgehakt. Und wir müssen noch mal sehen, was wir noch unternehmen. Wir haben so eine Idee, vielleicht mal eine der umliegenden Inseln zu besuchen. Ja, ich fange mal an. Wo waren wir überall? Wir waren auf dem Sky Garden. Das ist ein riesengroßes Hochhaus mit eines der höchsten Hochhäuser hier in Singapur. Kann ich wirklich empfehlen. Der erste wichtige Punkt, es ist völlig kostenfrei. Ja. Bitte beachtet die Öffnungszeiten. Hier hat alles Öffnungszeiten. Nachmittag begann sie 14 Uhr. Wir haben uns dann angestellt und ja, es war eine große Schlange, also eine relativ große Schlange. Aber lasst euch nicht abschrecken, es geht relativ zügig. Es sind zwei Fahrstühle, die dann zügig nach oben fahren. Ja, diese Turbolifte in die 57. Etage und ratzfatz ist die Schlange weg und alle sind oben. Und oben ist so viel Platz, dass wirklich genug Menschen Zeit haben, da rumzuflanieren. Ja, und von da oben habt ihr eine traumhafte Aussicht auf ganz Singapur, aufs Meer raus. Ihr seht das Hotel mit dem Surfbrett, ihr seht den Hafen, es ist wirklich Wahnsinn. Ihr könnt ringsrum schauen, ihr könnt einmal auf dem Dach quasi ringsrum laufen, dann herrlich mit Grünpflanzen angelegt, werde ich alles mal hier einblenden. Also wirklich ganz fantastisch und hat echt mega Spaß gemacht. Also ich glaube, eine bessere Aussicht kann man in Singapur nicht bekommen. Ja, dann ist aber noch nicht alles. Dann könnt ihr wieder ein Stück runterfahren bis zur 20. Etage, könnt da nochmal aussteigen und könnt dann im Kreis bis zur 17. Etage laufen. Und da ist auch das gesamte Haus ringsherum offen, ja, mit Säulen und so. Könnt ihr auch nach außen schauen. Und auch das ist sehr schön. Ist schön, alles schön mit Pflanzen angelegt, alles blüht und grünt. Also ganz fantastisch. Ihr habt nochmal einen schönen Blick nach außen. Nicht mehr ganz so wie vorher. Aber auch das lohnt sich wirklich. Und das alles mit inbegriffen, ja, wenn ihr einmal auf diesem Tower seid. Also es ist wirklich eine unheimlich schöne Sache. Das kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich spitze. So, hier mal ein kleiner Einspieler. Schaut mal, an was alles gedacht ist. Ja, jeder muss ja immer online sein. Wenn man mal überall sind Bänke dazwischen, viel grün, alles ist durchbrochen, wenn man die anderen Wolkenkratzer sieht. Und seht mal, was hier sogar ist.
Also wer sein Handy laden will, ist ja gut aufgehoben. Das ist doch krass, oder? Und das hier an jeder Bank. Das war noch nicht alles. Wir wollten noch auf das Sky Park Observation Deck, so heißt das. Ich rede vom Hotel mit dem Surfbrett, wo der Pool ganz oben ist. Da gibt es dann nochmal so eine Aussichtsplattform. Und wir hatten immer, das war immer schon ein Ziel von uns, da hochzugehen, also eins von unseren Reisezielen. Wir haben immer überlegt, kaufen wir schon Karten im Vorhinein oder nicht. Wir haben uns nicht dafür entschieden, weil das Wetter immer so oft umschlägt. Wir dachten uns, nein, machen das so, wir gehen einfach hin und wenn das Wetter schön ist, kaufen wir dann Karten und fahren hoch. Bisher war es immer so, dass da immer leer war. Wir waren ja schon ein, zwei Mal dort, um mal so zu schauen, das mal auszubaldern, wie das alles so funktioniert. Und es war immer leer, ja. Ja, und ausgerechnet gestern kamen wir da an, ja, 6:30, um 7 geht die Sonne unter, 17.15 Uhr, so beginnt der Sonnenuntergang. Und dann waren alle Karten ausverkauft, wir kamen da nicht mehr hoch. Da haben wir uns echt unheimlich geärgert, ja, wir sind jetzt schon jetzt eine Woche hier. Tja, also das war echt ärgerlich, da waren wir froh, dass wir nochmal auf diesen Sky Gardens oben waren, weil das war, wie gesagt, noch höher mit noch einer schöneren Aussicht. Ja, sind dann wieder abgezogen, haben uns aber gedacht, lass uns mal ins Hotel gucken, vielleicht kann man mit dem Fahrstuhl, mit dem Gästefahrstuhl, also Hotelgäste mal mit hochfahren. Und dann sind wir einfach mit rein, bei welchen die als Gäste in den Fahrstuhl gefahren sind. Und die sind gefahren bis in die 39. Etage. Haben wir gedacht, besser wie nichts, sind da ausgestiegen. Und da gibt es auch so eine riesengroße Fensterscheibe am Ende des Ganges, die bis nach unten geht. Und da hat man auch schon mal einen schönen Blick in die Skyline. Wir haben da auch ein paar Fotos geschossen. Und wir dachten, ja, besser wie nichts, ja. Sind wieder zurück zum Fahrstuhl, sind wieder Gäste mit eingestiegen und die sind ganz hochgefahren, die 57. Etage war das, glaube ich, auch. Das wundert mich gerade. Sky Garden war 57. Ich glaube, das war nicht die 57., oder? Naja, es ist egal, wie hoch das nun war. Auf jeden Fall waren wir dann am Ende eine Etage höher wie die Aussichtsplattform, ja. Die sind quasi ganz nach oben gefahren, wir sind mitgefahren, sind auch mit rausgekommen und unglaubliches Glück gehabt, dann waren wir doch auf diesem Hotel ganz oben und haben diesen herrlichen Blick gehabt, leider auch nur nach hinten, ja, also zu den Gärten raus, wo die schönen Bäume stehen, aufs Meer raus, wo die ganzen Schiffe auf dem Meer und so warten, und man hat noch das Riesenrad gesehen, aber war eine ganz fantastische Aussicht und dann auch für nichts, für null, ja, also wirklich Riesenglück gehabt. Wir haben uns da 2 Stunden aufgehalten, haben noch das Lichterspiel der Bäume quasi von oben beobachtet, aufgezeichnet, ja, und somit haben wir doch Riesenglück gehabt, dass wir doch noch oben waren, obwohl wir keine Karten mehr bekommen haben. Ja, also das war echt unheimlich erfolgreich. Ja, dann haben wir uns noch 2 Moscheen angeschaut. Es gibt einmal die blaue Moschee und die Masjid Sultan Moschee. Die blaue Moschee, ja, sieht ganz nett aus, aber ich sag mal so, das war's auch. Also muss man nicht unbedingt gesehen haben. Und diese Masjid Sultan Moschee sieht besser aus wie die blaue Moschee. Wir haben uns auch mal angeschaut. Ist auch mittendrin in der Stadt. Aber ja, drinnen waren wir nicht. Die hat ja, wie gesagt, alles Öffnungszeiten. Sie war auch geschlossen, wo wir da waren. Aber ich sag mal, ist nicht so schlimm, wenn wir nicht drinnen waren. Müssen wir nicht haben. Aber wir haben es mal gesehen, wir waren mal dort, haben ein paar Fotos gemacht, ja. Ja, und dann war der Tag auch schon wieder rum. Die Zeit vergeht ja wie im Flug. Man lässt sich auch überall Zeit. Ich glaube, wir waren wieder viel Eis essen bei McDonald's zwischendurch. Ja, und dann waren wir Abendessen und so wieder in der Marina. Das heißt im Einkaufszentrum vorne an der Skyline. Und da haben wir für $22 Singapur-Dollar dort zu zweit Armbrot gegessen. Das heißt, wir reden ja ungefähr von 18 Euro, ja, für uns beide. Das ist echt Wahnsinn. War mega lecker, hat mega geschmeckt. Was will man mehr? Ja, und dann noch ein Erlebnis in der U-Bahn. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich mich erschrocken habe, dass mir ein Sitzplatz angeboten wurde. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe doch heute meinen Stock gar nicht mit und so alt bin ich noch gar nicht. Ja, und diesmal standen wir in der U-Bahn. Auf einmal wurde meiner Freundin ein Platz angeboten. Und ja, aber da sie ja viel jünger ist wie ich, gehe mal davon aus, dass sie so abgekämpft aussah und dass sie deswegen ein Platz angeboten wurde. Ja, das war unser Tag 7 in Singapur, also wieder sehr erfolgreich, sehr schön vor allem, mit bestes Wetter. Und dann war es der 2. Tag mit hervorragendem Wetter hier, ansonsten war immer mal ein bisschen Regen dazwischen. Ja, was will man mehr? Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt am 8. Tag machen, werdet dann auch im Video sehen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt einmal dran, den Daumen nach oben zu klicken. Abonniert gerne meinen Kanal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.